Hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Yooka-Laylee. Und wieso wir hier sind? Ganz einfach. Ich habe vom lieben Let's Play Markus ein paar Let's Play angeschaut zu Yooka-Laylee und habe dabei drei Pages gesehen, die wir in der Overworld holen können. Und wir werden später dann mit Wild 5 weitermachen. Und ja, ich meine hier oben. Und außerdem möchte ich sagen, falls euch aufgefallen ist, dass irgendwie Mitte Part 44 oder so war es, der Ton etwas asynchron ist oder der Ton nicht ganz übereinstimmt. Leider ist dort irgendetwas passiert und bei Part 44 habe ich es noch gelassen, wie es war, und bei Part 45 bis 49 habe ich es so gut es ging angepasst. Also solltet ihr dort nichts gemerkt haben. Oder nicht allzu viel. Ja. Hier oben können wir hoffentlich hin. Und zwar müssen wir. Wie ging das nochmal? So. Oh. Das andere? Ah, mit dem Schild. Jetzt habe ich nicht ganz mitgelesen, was er sagte, aber das mit. Komm, gehen wir ins und holen es uns in Büro. Ich denke, er meint von diesem einen Buch, also dieses Buch, dieses spezielle Buch. Und ja, bei mir ist ein bisschen Zeit vergangen, seit ich den letzten Part aufgenommen habe. Wochenende und so und sonst noch ein paar Tage. Also, falls ich nicht mehr mit der Steuerung ganz klar komme, verzeiht es mir einfach ein bisschen. Denn ja, ich weiß nur, wo wir stehen geblieben sind. Aber. So, okay. Schon ein Bug zum Anfang. Ja. Und. Der liebe Let's Play Markus hat ja auf der. Er spielt das Ganze auf der PS4. Und ich habe gesehen, dass die Qualität dort eigentlich etwas schlechter, würde ich jetzt sagen, ist als sogar auf dem PC oder Mac, wenn man es auf schönste Auflösung einstellen kann. Oh, wir müssen eigentlich hier nochmal zurück. Ja. Und es kann natürlich sein, dass ihr das schon längst in die Kommentare geschrieben habt. Oh, da gibt es noch ein Page oder so. Naja, wenn es denn jemand mitverfolgt hat. Also ganz mitverfolgt hat. Ich habe gesehen, das Eislevel, dort gab es ein paar Aufrufe. Aber sonst waren es eher minimal. Bisher. Ja. Aber ich spiele es trotzdem durch, weil das Spiel mir Freude macht. Und mir ist momentan noch egal ist wegen den Aufrufen. Also klar, wenn jemand schaut oder wenn es viele Leute schauen, habe ich Freude daran. Und ja, ich habe ja mal gesagt, ist hier nur leerer Raum oder so, und euch ist sehr wahrscheinlich diese Patchy aufgefallen oder auch nicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls können wir da nach hinten. Oder wir fliegen einfach nach oben. Das geht doch auch einfach. Und man kann hier einfach hinein. Wir warten, bis die Page kommt. Ja, das war Nummer 2.
Nummer 3 werde ich noch herausfinden, wie man die holt. Ja, und das kann man auch noch hier irgendwie nach oben. Oh ja, Text finde ich. Schrott, bla bla bla. Was das hier bringt, weiß ich nicht. Ich glaube, da hinten. Eine Absperrung. Okay. Ja, da wir fliegen können, bei mir ist einfach eigentlich sehr einfach. Aber auch nicht bei jedem Stellen ist irgendetwas. Ich wollte mal hier noch schauen. Oh, da oben ist wirklich noch eine Page. Ich habe gedacht, das sieht doch irgendwie so noch aus, als könnte man hier oben noch etwas bekommen. Und da hatte ich recht. Nicht mal Fahrschaden bekommen. Interessant, ja. Gut. Aber mir ist auch noch aufgefallen, als ich das Play angeschaut habe. Also nicht meine, von anderen Spielern. Oder Let's Player besser gesagt. Dass ich glücklicherweise nicht der Einzige bin, der sich etwas, sagen wir, unbeholfen, etwas blöde angestellt habe in den ersten paar Level. Aber ich denke, das ist auch logisch. Man muss zuerst die Steuerung lernen und so. Ja. Ich habe mal gedacht, wir können noch diese Spiele anschauen. Und hier gibt es nämlich auch noch ein Pechi, ist mir aufgefallen. Und zwar. Nein, danke. Ich wollte hier hinauf. Und zwar hier. Dieser Spielautomat. Verbirgt eine Pechi. Jawohl, dann sind sie sogar 4 Pechi. Genau. Aber eben, wie gesagt, ich wollte hier mal diese Spielautomaten anschauen. So, was haben wir denn hier? Wollen Freunde spaßige Spielautomaten spielen? Ich weiß nicht mehr, wie ich die Stimmen imitiert habe. So, ich weiß nicht, ob man hier irgendeine Page gewinnen kann oder so. Aber vielleicht, wenn man alle gespielt hat. Also, beschütze die vorne, schnappe dir Power-Ups, schlage auf Dinge ein, schnappe dir Federn. Steuerung A, springen, X. Drehgriff, X, Spielangriff und RT, Ballroll. Okay. Drei Minuten. Okay, und wo wie starten wir denn? Hier. Fahne beschützen. Okay. Aha, solange wir die Fahne haben, gibt es Punkte. Und wir dürfen nicht geschlagen werden. Na toll. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel genau. Oh, zu funktionieren hat. Oh, wir haben alle Leben verloren. Möchte Freund wieder spielen? Nein, wir schauen uns einfach mal die verschiedenen Spiele an, was hier gibt, würde ich mal sagen. Und falls es etwas zu gewinnen gibt,
Pages oder so, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben. Schreiben natürlich. Tut mir immer noch leid, wenn ich mich verspreche. Oh, das sieht wie ein endlos Jump'n'Run aus oder so. Schieß auf. Remis. Schnappe dir Power-Ups. Hole dir Highscore. Bewegen X. Schießen und springen. Okay. Ich finde es eigentlich cool, dass sie solche Minispiele in dieses Spiel hineingebracht haben. Oh, ich wollte schon sagen, gibt es keinen. Okay, er läuft selber. Aha, schießen. Also einerseits bewegt er bewegen wir dieses Ziel mit dem indem wir uns bewegen. So, ah, zum Springen ist das ein. Oh. Wir können auch gedrückt halten. Oh, die explodieren natürlich wieder. Also das ist eher meine mein Minispiel Favorite. Passt mir eher. So, ab und zu der Sound etwas leiser wird, verstehe ich da hier nicht. Wir haben auch eine Herzenanzeige, okay. Oder gibt's ein Schwächetrank oder ist der besser? Ah, Granaten schießen. Ja, das ist natürlich besser. Ja. Das ist also das Ziel. 7700 Punkte. Und was sagt unser Freund? Möchte der Freund wieder spielen? Nein. Wenn er fragt, nur wieso möchte wieder spielen. So, dann nächstes Spiel. Ich weiß, es ist sehr wahrscheinlich nur optional, aber ich denke mir, wir schauen es uns einfach einmal an, weil es es in diesem Spiel gibt. Sammle Federn, weiche Fallen aus, schnappe dir Power-Ups, hole dir den Highscore. Welchen Highscore? Der wird nicht angeblendet. Oh, wir sind sogar ein Gegner. Springen können wir nicht. Okay, wir können zurücklaufen. Interessant. So geht's zu. Gut. Oh. Oh. Na toll, das ist wie das andere Spiel, wo ich nie fertig wurde. Oh. Oh, da wird's schon schwerer. Ich hab's doch gesagt. Oh. Nein. So, wir gehen einfach nach vorne. Na toll. So. Turbo. Brauchen wir das hier? Okay.
Jetzt bin ich eventuell zu langsam. Oder auch nicht. Und schnell durch. Das Warten. Schnell durch. Ui. Ich weiß, ich habe die Federn dort nicht eingesammelt. Oh, da braucht man wirklich Turbo. So, komm. Jetzt bin ich schon etwas weit vorne. Ah, komm. So, schnell. Okay. Ups. Naja. Das war dieses Spiel. Nein, danke. So, welches hatten wir noch nicht? Dieses hier, denke ich mal. Das kennen wir doch schon. Okay, das auch. Das auch. Nein, danke. Haben wir das schon? Der geht nicht mal. Okay. Kann man da spielen? Nicht. Irgendeines hatten wir doch noch nicht. Dieses hier, oder? Doch, das hatten wir. Also, das haben wir in der... in diesen... Welten schon gespielt und das auch, das ist dieses Rennen. Okay. Naja. Dann würde ich hier trotzdem sagen, auch wenn es erst knappe 18 Minuten sind. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder in Welt 5 sehen, in der Galeonengalaxie. Ja, also, vielen Dank und tschüss.